Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu den Sims 4. Ich habe den falschen Account, sehe ich gerade. Was aber im Grunde auch egal ist, weil es derselbe Spielstand. Ich hatte da halt jetzt nur so ein bisschen anders gebaut. Zum Beispiel habe ich mir hier Solarplatten und sowas aufs Dach gepackt. Dann spielen wir da jetzt einfach weiter. Ist ja auch egal, ne? So, ja, sie pennt gerade. Sie möchte mal wieder Pizza bestellen. Das kennen wir ja schon, das Spiel. Fähigkeitsleiste. Hilfstätigkeit. Einen anderen Ort besuchen und einen Sim kennenlernen. Ja, was macht sie beruflich? Da wollte ich gerade mal gucken. Da war sie Freelancerin, aber das wollte ich ändern. Ich wollte nämlich, dass sie was anderes macht. Abstimmung wurde beendet. Ja, wie ihr seht, hier in dieser Variante hat sie halt ein kleineres Sofa, dafür hat sie einen Gaming-PC. Und ansonsten ist die Einrichtung so ziemlich gleich geblieben. Ich habe auch keine Katze jetzt dabei, weil ich mich jetzt erstmal auf den Sim konzentrieren wollte und nicht da jetzt noch die Katze dazwischen rumlaufen haben wollte, wie in dem anderen Stand. So, jetzt gehen wir mal auf Karriere und dann gehen wir mal auf Job suchen. Also vorausgesetzt, sie wird ja mal wieder wach, das kleine Dornröschen. Hunger hat sie auch schon wieder, ist auch nur am Essen, ne? Lektion kreativ sein. Okay, sie kann also auch Lektionen im Schlaf lernen. Alles klar. So, dann mach das mal. Ich möchte gerne. Was war denn das? Videospiel-Streamerin werden, bitte. Und das Ganze möchte ich gerne abends tun. So, ja, okay, dafür möchte ich den Job kündigen. Wir nehmen mal. Eigentlich mag ich ja schwarz, ne? Dann nehmen wir mal die. So, und dann suchen wir uns jetzt noch einen Job. Eine Arbeitsaufgabe mit einem befreundeten Freund übernehmen, Gültigkeit reden. Alles klar. Dann machen wir jetzt nochmal Karriere und dann suchen wir uns einen Gelegenheitsjob. Weil den brauchen wir, um halt eben Geld zu verdienen. Denn wie das im richtigen Leben ist, als Streamer, fängt man natürlich nicht gleich mit einen Haufen von Followern an. Und wir wissen ja alle, dass je mehr Follower, desto besser, ne? Chaos am Strand, Mixer für Party. Ja, das waren nicht die Options, die ich jetzt haben wollte. Okay, dann mach nochmal Karriere. Mach mal Job suchen. Lala. So. Und dann machen wir hier mal Teilzeit. Das war das. Und dann gehen wir mal als Fastfood-Angestellter nach Meckes und verkaufen da Burger. So, und jetzt kannst du mal dein Essen fertig machen. Bitte, danke. So. Ja, ich hatte schon mit diesem Account ein bisschen Gamerin gezockt. Und habe dann natürlich schon ein paar Follower. Da können wir gleich mal gucken, wenn sie fertig gekocht hat, wie viele Follower ich da schon habe. La la la. Lecker Grillkäse. Mach mal ein bisschen hinne. Hat die Kochfähigkeit. Oh, was ist das denn? Hier geht's nicht gut. Oh, sie muss auf Toilette. Auf Klo. So, dann essen wir ein bisschen schneller. Oh, wie lange kann man an so einem gegrillten Käse kauen, ne? Ja, jetzt wird's dunkel. Ich muss mal sowieso gleich streamen. So, wann fangen wir an zu streamen? Ba, 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 streamen. 21 bis 23 Uhr. Dann gehen wir schnell auf Toilette. Wir müssen arbeiten, Mädel.
Karriere. Tü. Und dein Stream war Krypta. So. Ja, spülen ist auch nicht, ne? Stinken tut sie auch, wenn ihr das. Da kann man auch schön streamen. Da hat sie recht. Das ist ein richtiger Gamer. So. So. Also sie streamt Krypta und stinkt da vor sich hin. Vor der Livecam. So muss das sein. Das sieht aber. Oh, guck mal, das sieht aber echt gruselig aus, das Spiel, oder? Du bist auf der Suche nach der Liebe? Nein, bin ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht. Oh je. Ja, sowas. Passt so richtig heute zu Halloween. Was haben wir hier oben? Ja gut, haben wir. Fertig. Ja, oh, ab in den Keller. Das war's. Und jetzt haben wir vier neue Follower dazu bekommen. Bremst mal. So. Ich glaube, hier konnte man unter Karriere auch gucken, wie viel Follower man hat. So, das machen wir jetzt mal. Ja, du fühlst dich unwohl. Ich weiß. Du stinkst. So, wie viele Follower haben wir denn? Ach, guck mal da. Oh, ich habe schon 43 Follower. Ist das nicht nice? So, jetzt geh mal duschen, du Stinker. Geht ja gar nicht. Rasieren? Okay, sie kann sich rasieren. Wieso kann ich nur kalt duschen? Hä? Wieso? Hä? Du hast einen Wärmeaufbereiter auf dem Dach. Ja. Der Grill funktioniert nur Tag. Was ist denn das für ein Kack? Ja, dafür bezahlst du weniger Dann geh Strom. kalt duschen. Ist so. Mal ehrlich. Da will man umweltfreundlich sein und dann kann man nachts nicht duschen gehen, ne? So, wo wir als Gamer doch sowieso immer generell nicht duschen. Außer zu Weihnachten. Komm, so eine schöne kalte Dusche hat noch keinem geschadet. So, was möchtest du denn noch machen? Kalt, ne? Ja, weiß ich. Hände waschen, Zähne putzen, Waschbecken bestimmen, ein Glas Wasser nehmen. Die jetzt eigentlich mal gespült, die Ferkel? Nee, geh mal spülen. Anstatt immer vor der Kiste zu kleben. So. Ja, die Social Hase, das verstehe ich irgendwie nicht. Schon seit Ewigkeiten irgendwie eine Nachricht. Neuer Post. Ja. Oben drauf neuer Post. Und dann nimmst du das linke und Ein erzählst die Videospiel. Story dazu, was Energiegeladene es werden soll. Story. Komm, so, poste es mal. So. Inhaltserstellung ist meine Leidenschaft. Ich möchte die Plattform nutzen, um Freunde zu finden. Und Positivität zu was? Oh, das ist nice. Da kriegst du Herzchen für. Ich like auch so im wirklichen Leben immer meine eigenen Posts. Einfach aus Prinzip. So. Freunde habe ich nur einen. So. Haben wir das auch erledigt? Ah, jetzt ist es auch aus. Ja, jetzt zockt sie hier, wo sie eigentlich nachts schlafen sollte, weil sie muss ja dann demnächst auch bald arbeiten gehen. Sie fühlt sich halt unwohl. Okay. Ja, komm, geh mal schlafen. So, jetzt ist sie glücklich, weil sie pennen kann. Ich glaube, um 6 oder sowas musst du nämlich in den anderen Job. Und das wäre ja blöde so, ne? Oh, manchmal. Hä? Schau im Teletreff vorbei. Ja, mache ich irgendwann mal. So. Bett zuweisen, okay. Ja, dann würde ich sagen, ess mal einen Happen und dann siehst du, dass du zur Arbeit kommst. Kommen wir dann dahin?
Obwohl, ich bin zu spät zur Arbeit, oder was? Obwohl, nee, ich glaube, den Job. Da. Tischputzerin. Ach so, wir haben heute frei bei dem Job. Wir brauchen heute keine Tische putzen. Das ist doch schon mal gut. Was ist denn hier bei Benachrichtigung einschalten, jemand taggen? Ja, komm. Was haben wir denn hier? Das Mittagessen ist ideal, um Freundschaften zu schießen. Wer möchte sich hier mit mir anfreunden? Ja, hier komm. Küsse mal ein Like. Follower-Update. Deine Follower-Anzahl ist heute um 16 gestiegen. Nein. Jetzt kriegst du richtig Follower, kriege ich. Ist das nicht toll? Wie ein frischer Wind. Anscheinend hat Misa soeben mit Naturfreak angefreundet. Sims, die Naturfreaks sind, hegen eine besondere Leidenschaft für die Natur, wodurch es sehr viel Spaß machen kann, mit ihnen abzuhängen, vor allem draußen. Würdest du im Hinblick auf die Sim-Präferenzen sagen, dass Misato ein Naturfreak ist? Ja, ist sie. Also, Kochfähigkeit Level 2. Was denn? Klopft die, die Pfanne klein. Hä? Hat die Pfanne klein geklopft Ja. bei dir? Das mache ich doch auch immer so, das weißt du doch. Vielleicht sollte sie sich mal gesünder ernähren. Ich meine, sie haut sich hier immer so Fastfood-Kram rein. Obwohl es ist Spiegelei mit Toast, ja gut. Und Butter. Gute. Butter. Die gute alte Butter von der Mutter. So, ja, was machen wir denn heute? Da sie ja gerne auch mal einen anderen Ort sehen wollte, könnten wir uns ja mal hier diese Teestube oder was das ist da angucken. Jetzt lassen wir sie erstmal abwaschen und dann, ja, umziehen, Urlaub machen, reisen. Alleine bitte. Danke. So. Jetzt fahren wir mal in diese Teestube. Geht sie jetzt im Schlafzeug? Okay, wo ist diese tolle Teestube? Stimmt, ich hatte hier in Timbuktu mir alleine ein Haus gebaut, in dem Spiel stand. So, auch eine Teestube. Was ist denn die Teestube? Blauen Sand. Hier ein Turnschuh. Okay. Hallo? Wo ist denn jetzt diese tolle Teestube? Das ist nice, ne? Hier haben wir eine Strohfackel. Schlangennest. Okay. Das ist, ich hatte auch schon überlegt, mir hier vielleicht in der Stadt eine Wohnung zu mieten. Aber dann haben wir überlegt, eine Wohnung mieten. Hier so im Hochhaus. Ich weiß ja nicht, ob das so meins ist. Nee, Also. Miete ist es ja. Ja, das auch. Wo ist denn dieser? Ey, jetzt hat man hier so viele verschiedene Welten, ne? Und die so, ja, Tee-Dings, ne? Wo könnte das? Schau doch mal. Second Time Lords sind soeben exklusive Dinge eingetroffen. Ich denke heute hier. Lass uns die Gelegenheit. Kann man da nicht direkt draufklicken? Das finde ich halt so ein bisschen doof, ne? Dass man da nicht draufklicken kann, um da direkt hinzukommen. Kann ich hier gucken, wo der Kram ist? Studio BP, Schibidi. Das ist jetzt nice, ein Dicer. Wie vielleicht? Ja, ich finde das hier jetzt so nicht, ne? Vielleicht ist der Tag vorbei, weil ich das nicht finde. Haben wir hier? Rufen den Gecko.
okay, morgens und Song gedönt. Hallo? Dann haben wir hier Ankerpunkt Zuflucht. Ein Hügel der Hoffnung, ja. Erholungszentrum, schnelles Internet, toller Lernort. Lernen, jetzt hackt's aber. Das ist so, ne? So, hier die Klippen. Das blökende Lama. Ja, wir fahren zum blökenden Lama. Der Name ist bestechend. Da fahren wir jetzt hin. Jahre später. Dann kann man ja mal einen Schluck trinken hier. Immer von dem Fieke Pasel hat man immer einen ganz trockenen Mund. Oh, jetzt. Da sind wir. Und es ist kaum ein anderer im blökenden Lama. Badish. Oh, Badish. Okay. Ja, dann gehen wir uns mal einen Drink bestellen. Sozialobjekt kaufen, freundlich Essen bestellen, Getränke bestellen. Wir bestellen uns mal was zu essen. Eine Currywurst. Wir bestellen uns eine Currywurst. So. Und dann bestellen wir uns noch ein Getränk. Lieblingsgetränk bestellen. Woher soll der wissen, was mein Lieblingsgetränk ist? Wir wissen ja selber noch nicht mal, was mein Lieblingsgetränk ist. Alkoholfreie Kalpering, ja, Zuckerzunder, Plasma Jane, spuckender Landsitz Melori. Aha, alles klar. Zischt wie Zunder, wir nehmen mal Zischt wie Zunder, kostet ja nur 18 Dollar. Wir stecken ja voll, da können wir das ja machen. Okay. Zurück nach Hause. Nein, wir wollen jetzt nicht zurück nach Hause, weil wir essen jetzt unser teures Essen. Immerhin kostet Currywurst ja auch schon 18 Euro, sind Dollar. Okay, das sieht aber nicht aus wie eine Currywurst. Da, guck mal, das ist doch keine Currywurst. Obwohl doch. Tatsache. Da sind die Wurststückchen und da ist die Soße. Aber da ist kein Curry drauf. Mann, 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 Mann. So, da macht irgendwer welche Fotos. Weil irgendein Star oder was? In der Stadt findet eine Geekon statt. Klicke um eines der dynamischen Schilder in der Stadt. Okay. Wer kennt das nicht, ne? Ja, jetzt laber nicht so viel. Trink mal dein Getränk. Jedenfalls kennt sie so einige Sims, lernt sie so einige Sims kennen. Das ist ja auch ganz praktisch, ne? Weil wie das so ist, beim Saufen lernt man ja die meisten Meilensteine. Wo ist sie hin? Mein Sim ist weg! Jetzt ist sie da. Kannst du jetzt einfach mal trinken? So viel kann man ja nicht labern. Na, jedenfalls ist sie glücklich.
Nun mach, du musst dann auch bald nach Hause. Ist dann wieder Stream angesagt. Oh, jetzt rennt die von A nach B, statt einfach zu trinken. Ist das ein Wandergetränk oder was? Hallo, du sollst das trinken. Irgendwelche dynamischen Schilder sollen hier sein in der Stadt, wo ich draufklicken soll und dann soll ich da hinkommen. Aber wo sind hier dynamische Schilder? Die habe ich jetzt echt noch nicht so gefunden, ne? Weißt du? Aha. Hat sie jetzt gerade getrunken oder ist sie wieder durch die Gegend gelaufen? Festival. Zur Geekon reisen. Alleine bitte, danke. Gucken wir uns die auch noch an. Dann gehen wir nach Hause, weil wir müssen ja streamen. Wir brauchen ja Follower, ne? Streamen würde ich auch gerne mal wieder, aber das lässt unser Internet nicht zu. Büp, 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 büp. Bitte bleiben Sie in der Warteschleife. Ihr Sim wird geladen. Okay, sie ist vor Rot. Geh doch mal pinkeln, Mädchen. Da gibt es Toiletten. Einfach mal benutzen, soll helfen. Verwenden. Was ist das für ein Blödsinn? Musst du anklicken, benutzen und damit du nochmal anklicken kannst, verwenden. Das ist doch eigentlich logisch, oder nicht? Geekon-Herausforderungen haben begonnen. Setz dich an einer der Computer um deine Programmierfähigkeit. Aha. Jetzt geht's erstmal auf Toilette. Jetzt ruft die schon wieder an. Immer diese Leute, die anrufen, ne? Das ist so ätzend. Bist du fertig mit Pinkeln? Oh, spülen, ja, so ist gut. Hände waschen. Füßig gehört. So ist fein. So, ja, komm. Spielen wir mal. Machen wir mal Programmierwettbewerb mit. Wir haben zwar keine Ahnung, aber schaden kannst du nicht. So. Ja, die Programmierfähigkeit errungen. So. Okay. Die macht hier so, ne, Programmieren und so. Oh, hört man noch das gute alte Internet. Schön, wie das. Das waren noch Zeiten, Kinder. So hat sich unser Internet damals angehört. Mhm, ist er fertig? Level 2. Ja, ist jetzt gut? Ist er jetzt vorbei oder der Wettbewerb? In der Karaoke-Bar, Happy Hour, alles genießen, Getränke und so weiter. Ja, wir gehen jetzt aber nach Hause. Hopp. Okay. Das Festival endet in einer Stunde. Visa hat den Programmiermarathon mit einer Punktezahl von 10% abgeschlossen. Der Gewinner wird am Ende des Festivals bekannt gegeben. Alle Gewinner müssen anwesend sein. Ja gut, wir fahren jetzt nach Hause, aber bei 10%. Gut, bei zwei Teilnehmern. Ist die Gewinnchance 50-50? Glückwunsch, du hast den ständig unterwegs Entdeckungsquest abgeschlossen.
Belohnung, Flirt und Glücksgetränke. Super. Wie spät haben wir es? 16 Uhr. Alles klar. Inventar öffnen. Gut. Glückstrank und ein Flirttrank. Einen Flirt-Glückstrank. Ja. Naja, haben wir schon mal ein paar Leute kennengelernt, ist doch auch praktisch. Was muss ich denn jetzt hier für den Job machen? Level 2. Mit einer befreundeten Sim über deine Nebentätigkeit reden. Telefonieren wir doch mal. Kann man da einfach stinknormal telefonieren? Hallo? Ist ein Handy, ne? Sozial. Übernachtungsbesuch planen, Sim-Story hinzufügen. Über diese Interessen reden. Machen wir mit ihr. Who is up? Jane. Clevite Bainu. Fredoiba Fala Yadim. Waxwin Kissanoi. Vemboy Barovi. Gungane Ansa. Babarani Squamish. Dasiwa Barleen. Jalurba Kitsuni. Zimze Quohaven. Okay. Aber irgendwie so über die Fee, über die Sachen konnten wir jetzt nicht reden. Öffne mal Self-Phase. Was haben wir denn hier? Follower-Update 16. Best Freundschaften, Nachrichten. Misa, wir sollten uns mal treffen und Zeit miteinander verbringen. Ja, klar. Sollte mal. Kann man auch lasse, aber kann man auch machen. So. Ja, die Bude sieht aus, ne? Der Herr der Schaukeln ließ sie gerade. Miethaus kaufen, nein. Wie sieht das überhaupt mit den Rechnungen aus? Nicht, dass ich die verliere im Dings. So. Geschätzt, Gesamtschätzung. 212 muss ich bezahlen. Und das, obwohl ich ja die Dinger auf dem Dach habe. Und kann noch nicht mal warm duschen. Vielleicht, weil ich den Strom verkaufe, sollte ich den mal speichern? Speichern wir das auch mal. Mal gucken, was dann passiert. Theoretisch müsste ja, ne? Und so. Man konnte ja auch sich Beete und sowas anlegen. Geht das hier auch noch? Ja, ne? Business shoppen. Geschenke kaufen, Plapsi durchsuchen, romantische Objekte kaufen. Was gibt's denn auf Plapsi? Na, auf Plapsi kann man hier Gedöns kaufen. Da kann man auch selber Sachen machen und kann die hier auch auf Plapsi verkaufen. Ob das so Sinn macht, ich weiß es nicht. Unterhaltung im Internet surfen, spielen. Wissenschaftsbaby bekommen, Adoptionsagentur, Bestellung aufgeben. Ranch-Tier-Service engagieren. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Da kann man das auch nicht. Ich finde, es ist viel komplizierter geworden alles, ne? Mittlerweile. 29 Follower insgesamt. So. Ja, dann starten wir halt einfach. So, mein Handy sagt, die halbe Stunde ist um für die Aufnahme.
Ja. Mach mal Videospielstream ankündigen, bitte. Das machen wir jetzt noch schnell. So. Ja, kündigst du den jetzt an oder nicht? Gut, das war's jetzt erstmal mit den Sims für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!